Hallo und herzlich willkommen zum Let's Teach Digitale Schultasche. Zuerst geht man auf Google, gibt man ein Digitale Schultasche und da kommt es auch schon. Gleich das erste Medienzentrum Kassel anklicken und dann sieht man hier schon, es gibt zwei Versionen, einmal von der Grundstufe. Einmal von der Sekundarstufe. Wir wählen natürlich das von der Sekundarstufe. Hier sind mehr Programme drin und sogar ein paar Spiele. Gut. Hier klickt man auf die Version 1.2.5, August 14. Und hier unten steht dann auch schon, dass man das Ganze speichern soll. Das Speichern oder der Download, der dauert jetzt etwas, 10 Minuten. Ich mache hier an der Stelle einen kleinen Zeitsprung. Ja, hier sind wir wieder. Mittlerweile haben wir die Datei runtergeladen. Hat gute 10 Minuten gedauert. Und wenn wir jetzt einen USB-Stick eingesteckt haben, dann können wir auch mit der Installation beginnen. Wir klicken hier auf diese Exe-Datei, sagen Ausführen. Und dann kommt ein Installationsmenü. Hier sagen wir erst einmal Weiter. Wichtig ist jetzt, die digitale Schultasche nicht auf der Festplatte zu installieren, sondern wir brauchen hier den USB-Stick. Das ist hier F. Und dann können wir sagen Start. Das Ganze wird jetzt auch eine Weile dauern. Ich mache an der Stelle wieder einen Zeitsprung. Ja, die Installation hat jetzt fast eine Stunde gedauert, wenn die abgeschlossen ist und man steckt den USB-Stick wieder an. Dann kommt hier ein Fenster für die automatische Wiedergabe. Entweder klickt man dann hier drauf, Ordner öffnen, oder geht über den Windows Explorer rein. Hier ist eine Startdatei, die kann man anklicken und dann sieht man hier unten schon in der Startleiste einen kleinen Kreis mit so einem Pfeil drin und wenn man hier drauf drückt, dann hat man ein weiteres Menü. Wir befinden uns jetzt auf dem USB-Stick. Wir haben hier ein komplettes LibreOffice drauf. Wir haben hier Bereich Bildbearbeitung, Internet, Mathematik, Pläne machen, Film und Sound, dann noch weitere Tools und es gibt sogar einen Bereich Spiele. Wenn man hier auf Beenden klickt, meldet sich der Stick wieder ab und man kann ihn wieder ausstöpseln.